7 Ananas und eine Pflaume, Marlene. Warum 7 Ananas und eine Pflaume? 8 Ananas. Hä? Wie ich da nur wieder reingeraten bin. Beginnen wir von vorne. Marlene, 10 Jahre aus München, ist eine richtige Farbenexpertin. Ihr Lieblingsort, dieser kleine Farbenladen. Ich mag Farben, weil sie so verschieden sind, weil sie unterschiedliche Gefühle beschreiben können, weil wenn gelb ist, kannst du fröhlich sein oder wenn schwarz ist, dann kannst du traurig oder wütend sein. Besonders spannend findet Marlene die 215 Farben aus dem RAL-Farbfächer. RAL-Farben sind genormte Farben. Jede Farbe hat eine Nummer und einen Namen. Es ist einheitlich festgelegt, wie die Farben auszusehen haben. Das ermöglicht, dass zum Beispiel Verkehrsschilder, Zebrastreifen und Feuerwehrwagen deutschlandweit immer exakt den gleichen Farbton haben. RAL-Farben begegnen uns also überall im Alltag. Wie gut Marlene sich mit ihnen auskennt, will sie in ihrem Duell zeigen. Zeit, dass ich sie treffe. Hey, guten Morgen. Hallo. Hallo Marlene. Ich bin Kai. Guten Morgen. Hallo Marlene. Hallo. Oh, du bist hier schon voll dabei. Ja. Guckst du mal die RAL-Karten durch? Ja. Und hast du auch eine Lieblingsfarbe dabei? Ja, Himmelblau. Blau finde ich auch nicht so schlecht. Welches ist denn das Himmelblau? Guck mal, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, irgendwo hier hinten. Ist das Himmelblau? Mm-mm. Nee, welches ist Himmelblau? Ich würde sagen, das ist da. Ja, stimmt, das ist noch ein bisschen ein sehr dunkler Himmel, ne? Sehr dunkles Blau. Und gibt es denn auch Farben, die besonders schwierig zu unterscheiden sind? Ja, Leuchtrot und Leuchthellrot zum Beispiel. Mhm. Die zwei. Stimmt, die sind fast gleich. Aber es sind unterschiedliche Farbnummern. Ja. Marlene hat einfach ein sehr gutes Auge für Farben und für Unterschiede. Es gibt ja viele Farben, die sind sehr ähnlich. Also da kann ich eigentlich mit bloßem Auge kann man das kaum sehen, was da was ist. Und sie kennt das aber. Der Heimweg zu Marlene nach Hause wird zum Praxischeck. Das ist zum Beispiel Signalblau. Welche Nummer ist das? 5005. Cool, wusste ich nicht. Schau mal, das ist übrigens Verkehrsgelb. Aha. 1023. Das steht wirklich als Verkehrsgelb in der RAL-Farbkarte? Ja. Guck mal, da ist auch wieder Verkehrsgelb beim Vorfahrtsschild. Wie nein? Nein, das ist Signalgelb. Ah, ich denke, das ist immer dasselbe Gelb. Nein, das ist Signalgelb und das ist Verkehrsgelb. Mir wird's zu bunt. Gut, dass wir unser Ziel jetzt erreicht haben. Und das ist mein Zimmer. Ja, es ist ein richtiges Mädchenzimmer. Um wie viel Uhr kommst du nach Hause von der Schule? Um 4:30 oder 5:15. Mhm. Und musst du dann noch Sachen zu Hause machen, wenn du zur Ganztagesschule gehst? Oder bist du damit allem fertig? Nur Vokabeln lernen und für Schulaufgaben. Mhm. Und was machst du denn alles noch? Hast du noch irgendwelche Hobbys, wenn du zu Hause bist? Ja, ich male gerne. Mhm. Im Winter fahre ich Ski und tue Schlittschuh laufen. Und im Sommer tue ich gerne Federball spielen. Mhm. Was ist denn da in deiner Schatzkiste drin? Geld. Ah, das ist eine Spardose. Eine ganz besondere sogar. Ui. Und sparst du für irgendwas? Ich möchte irgendwann alles mit zur Sparkasse bringen. Und dann? Irgendwann, wenn ich groß bin, wird's abgebucht. Das macht Sinn. Nächste Frage. Was ist denn das Verrücktes hier? Mein Lichtkasten. Damit lerne ich meine Farben. Oha. Ach, da hat man sozusagen die ideale Lichtsituation. Ja. Ich sehe schon optimale Bedingungen fürs Duelltraining. Also ich find's schwer. Alleine diese ganzen Grüntöne. Wie viele verschiedene Grüntöne gibt's? 36, glaube ich.
Das sind viele. Unser Tag endet dann natürlich auch mit viel Farbe beim Face Painting. Da freue ich mich schon drauf. Bist du gespannt? Ja. Wir verwandeln uns in Marlenes Lieblingsfrucht, die Ananas. Das macht mich ja zu einem ganz neuen Obst. Marlene, du siehst sehr lustig aus. Guck dich mal an. Frechheit. Zeit für ein Familienfoto. Mein Name ist Kai. Kai Ananas. Und dieses süße Früchtchen ist alles andere als farbenblind. Gegen mich, da tappst du im Dunkeln.